Psychose und Neuroleptika. Ich war sehr gespannt, wie die Kliniker in Westlappland an das Thema Neuroleptika, sprich antipsychotische Medikation, herangingen. Entsprechend meiner Beobachtung und Studien ist die Einnahme oder Nicht-Einnahme von Neuroleptika möglicherweise der wichtigste Faktor, der mit der Genesung von Psychosen korreliert. Aber bevor sich das Verhältnis der Finnen zur Medikation herausstellte, fand ich es wichtig, die Hintergründe nicht nur zu den Neuroleptika, sondern zu den Ansichten der Finnen über die eigentliche Bedeutung von Psychosen zu erkunden. An den meisten Orten der Welt wird also eine Person, die eine Psychose hat, sofort auf starke Medikamente gesetzt. Ist das auf der ganzen Welt so oder nur im Westen? Es ist definitiv im Westen so, aber es breitet sich über die ganze Welt aus. Und es gibt Forschungsarbeiten, die zeigen, dass es Leuten mit Psychosen, die Studien der Weltgesundheitsorganisation WHO, in Drittweltländern besser geht. Sie haben Schizophrenie-Ergebnisse in armen Ländern, Indien, Nigeria und Kolumbien, mit reichen Ländern verglichen, den USA und anderen europäischen Ländern. Entwicklungsländer versus entwickelte Länder. Nun haben sie in jeder Studie herausgefunden, dass die Ergebnisse zwischen 2 und 5 Jahren, eine war eine 2-Jahres- und eine war eine 5-Jahres-Studie, sehr viel besser in den ärmeren Ländern waren, insbesondere in Indien und Nigeria. Und das war so dramatisch. Sie sagten aus, dass das Leben in einem entwickelten Land ein starker Prädiktor sei, um nie völlig von einer Psychose oder einem schizophrenen Zusammenbruch zu genesen. Jeder von uns könnte psychotische Probleme haben. Es ist eine Antwort auf eine sehr schwierige Lebenssituation. Ich glaube, dass das es uns leicht macht, auf unsere Weise zu arbeiten. Und wenn ich einer Situation gegenüberstehen müsste, die sehr belastend für mich wäre, könnte ich beispielsweise anfangen, Stimmen zu hören. Und diese Stimmen und Erfahrungen können Dinge beinhalten, die vorher in meinem Leben passiert sind. Wir müssen wirklich zuhören und sie darüber sprechen lassen, was passiert ist und was wir nicht wissen können. Vielleicht sind manche Geschichten so verrückt. Was ist das richtige Wort? Wir müssen mehr nach den Halluzinationen fragen, um zu verstehen, was passiert ist. Wir sagen nicht, das können Sie nicht, machen Sie das nicht, Sie können nicht. Wir haben kein Recht zu sagen, das ist unmöglich, weil wir es nicht wissen. Wir reden nicht nur davon, ein offenes Dialogsystem zu haben, sondern der Dialog muss auch wirklich offen sein. Die WHO-Forscher haben unter anderem die Hypothese aufgestellt, dass es vielleicht daran lag, dass die Patienten in den ärmeren Ländern ihre antipsychotische Medikation besser einnahmen. Sie leben in einer anderen Umgebung, wo sie den Anweisungen des Arztes besser Folge leisten und auf die Medikamenteneinnahme achten. Demnach war die Hypothese, eine häufigere Medikamenteneinnahme sei mit besseren Ergebnissen verbunden. Und sie stellten die Hypothese auf, dass die Medikamente langfristig den Verlauf der Schizophrenie und Psychose verändern würden. Eine valide, eine gültige Hypothese, das erwartet man von Medikamenten, wenn man sie für brauchbar hält, den Verlauf zu verändern. Aber was sie herausfanden war, dass in den armen Ländern der Welt nur 16% der Leute regelmäßig antipsychotische Medikamente erhielten. Das ist die Regelversorgung in den Entwicklungsländern. So fanden wir in dieser Studie gute Langzeitergebnisse für die höhere Genesungsrate, die damit verbunden ist, dass die Leute nicht auf Medikamente gesetzt werden. Ich verschreibe äußerst selten antipsychotische Medikamente. Aus welchem Grund verschreiben Sie sie so selten? Nun, ich glaube, dass ich überhaupt äußerst selten Medikamente verschreibe. Das ist das eine. In der ersten Sitzung ist es sehr unverständlich. Ich kann nicht verstehen, was das bedeutet. Ich bin sehr verwirrt. Aber später beginne ich, Schritt für Schritt zu begreifen, dass sie wirklich von etwas spricht, das in ihrem Leben passiert ist. Und dass es ihr vielleicht zum ersten Mal überhaupt möglich ist, Worte für solche Erfahrungen zu finden. Es ist eine Art und Weise, über Dinge in Metaphern zu sprechen, für die sie zuvor keine Worte hatte. Psychotische Sinnfindung ist Sinnfindung. Und ich möchte bei der Sinnfindung rundum im Dialog sein.
Ich glaube nicht, dass wir psychotische Sinnfindung medizinisch behandeln sollten.